Hallo, grüß Gott. Ich bin die Yolanda, für die, die es noch nicht wissen. Ich lebe in Indien, an Sai Baba Platz, und wir machen Seva. Überwiegend jetzt außerhalb von Buddha Party. So, gestern waren wir in einem neuen Village, heißt in einem neuen Dorf, über 30 Kilometer außerhalb von Buddha Party. Unglaubliche, furchtbare Straßen. Aber das ist Seva. Es wurde von zwei Fahrern von uns was arrangiert mit diesen Leuten dort. Nur erstmal für die ganz Kranken, für die Behinderten. Also da waren auch Sprachgestörte und Sprachlose und gehörlose Kinder und Erwachsene und alte Menschen, die wir nun versorgen. Vor einigen Monaten hatten wir ja noch auf der anderen Seite, an der Südseite von Buddha Party, außerhalb 40 Kilometer, ein anderes Dorf. Das ruht jetzt im Moment. Die Leute müssen wieder versuchen, selbst auf die Füße zu kommen. Sie haben sehr viel von uns bekommen während der letzten 6 Monate. So, hier in diesem neuen Village, jedenfalls war das sehr interessant gestern. Die Leute sind sehr dankbar, dass Sai Baba uns dorthin schickt. Sie bekamen große Essenspakete und sie betonten auch, sie haben einen Sprecher, der betonte dann auch, dass sie wollen nichts Großes oder Weiteres von uns, sondern nur eben, was es ihnen an Essen fehlt, wo sie nicht die Mittel dazu haben, das selbst für sich zu kaufen. Wie Ragi und bestimmte Reissorten, etwas Gutes, Gewürze, Tee, Trockenmilch und solche Sachen, wo sie nie seit Monaten das Geld hatten, sich das zu kaufen. Also nur Ernährungsmittel, und sie sagten klipp und klar, wir brauchen keine Medikamente von euch. Es kommt regelmäßig von Sai Baba Trust Organisation Ärzte, und die helfen uns hier mit Medizin und mit Untersuchungen. So, die stürmten gestern da alle auf uns ein. Es war ein bisschen laut. Sie waren alle sehr aufgeregt. Es war das erste Mal, dass jemand zu ihnen kam in dieser Form, um ihnen zu helfen. Ich musste mich dann kurz entfernen, bin dann zum Kuhstall, um mich wieder in die Reihe zu bringen, weil meine Ohren dröhnten. Aber alles in allem, es sind glückliche Menschen und sind sehr dankbar. Und sie wollen ein großes Sai Baba Bild. Ich habe hier, Navin, mach mal ein Foto da. Ich habe hier ein Kalenderfoto, ein großes, laminieren lassen vor 2 Monaten. Und da habe ich einen doppelten Baba. Also gebe ich einen Baba, einen segnenden Baba ab. Genau sowas hätten sie gerne. Und Kalender und die kleinen Vibhuti-Päckchen, die mir immer verteilen. Darauf waren sie ganz wild. Also in diesen Momenten haben sie das Essen erstmal in den Hintergrund lassen. Ja, also und wenn Dörfler und so weit von Baba entfernt solche Wünsche haben, das lässt mein Herz immer springen. Und da weiß ich auch, wir sind am richtigen Ort, um zu helfen. Wir können ja nicht allen Menschen helfen, aber durch die Führung von Sai Baba wissen wir, wo er uns hinführt, hinschickt. Und es ging alles ganz sanft, smooth, sagen wir. Ja, also das möchte ich dazu sagen, zu diesem neuen Village. Das Video ist schon gemacht für unsere liebe Tanja, die sich damit so viel Mühe gibt. Und Anne mit ihren Spenden, Videos und alles. Bitte Leute, spendet für diese
im hintersten Land von Indien wohnenden Geschwistern, unsere Geschwister, unsere armen Geschwister. Sie brauchen unsere Hilfe. Ja, wenn jeder ein bisschen was dazu beisteuert, wir machen den Rest hier in Indien. Und ich verspreche, dass jeder Euro, indische Rupie, an die richtige Stelle kommt. Ich bin da sehr kritisch mit dem Verteilen. Ich erkundige mich immer und da ist Navin und der kann ja das in Telugu alles herausfinden und mir dann genau erklären, was da jetzt abgeht, was da passiert und wo das Geld hinkommt. Diese Dörfler sind 52 Menschen in diesem Dorf und gerne werden sie halt alle unterstützt. Wir haben jetzt erstmal mit 30 angefangen. Das war die Zahl, die ich zu sehen bekam. Bevor ich ein Projekt starte, gehe ich in Meditation und Konversation mit Baba und frage ihn, was ist zu tun, was soll ich machen, wie läuft es ab? Ja, da hat er mich gut drauf trainiert, auf seine innere Stimme und Sichtweise. Ja, meine Lieben, ich bitte euch alle, im Segen von Sai Baba, spendet und denkt an die, die nicht so viel haben. Und ich danke euch, ihr Lieben, danke. Baba segne euch. Sai Baba.